Also. Okay, das passt. Ich bin sofort wieder furchtbar. Und zwar. Gehe ich gerade einmal. Einmal. Ja. Ja. Wie gesagt, geht sofort weiter. Ich suche gerade nur nach dem einen einzigen Emote hier. In der Hoffnung, dass ich es finde. Warum ist so viel im Angebot? Kann mir das mal einer verraten? Hier. Inki, die steht immer noch vor mir. Ach ja, wegen WoW. Es ist auch bei mir auf dem Server. Bei Fragen steht sie ganz zur Seite. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Wie gesagt, ich fange jetzt gerade wieder so ein bisschen. Wie gesagt, versuche mich da so ein bisschen in WoW reinzufuchsen. Und. Ja. Mal schauen, ne? Mal schauen. Bin ich jetzt gerade blöd? Warum finde ich das nicht? Oh. Emotes, da sind sie. Nein, 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 nein. Mal schauen, du guckst Kunststreams. Nein, tu ich nicht. Aus. Ah, das ist nicht fertig nochmal. Ich bin tatsächlich zu blöd, das zu finden. Da! Mein Gott. Schwere Geburt. Sehr, sehr schwere Geburt. Sehr, sehr schwere. Okay, nee. So.
Ja, das ist richtig. Bestätigen. Ja. 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 Wisst ihr, dass ich Bestätigungscodes hasse? Abbrechen. Nein. Das da. Da will ich hin. Ich hasse es, wenn mich alles neugierig beobachtet. Ja. So. 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 Nein, ich bin kein Roboter. Ich tue zwar gern manchmal so, aber ich bin keiner. Ja. 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 Fertig. Dann lasse ich trotzdem nochmal offen. So. Dann hoffe ich, dass irgendwann in den nächsten Minuten Post kommt. Wobei, ich glaube, ich habe was vergessen, was ich reinpacken wollte. Weil kann ich mich ja doch nicht entscheiden. Das Postwinden geht schon. Ja. Na. Ja, das passt schon. Jo. Diese Katze geht ganz kurz zur Feier. Ich bin sofort wieder da, Kitty. Ich muss nur. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ich muss nur einmal kurz zu der komischen Feier da, der Gedenkfeier. Ich habe jetzt die ganzen Gedenkfeiern auf dem Zettel. Sobald ich bei der Dingens bin, in einer Gesellschaft, kann ich Dailies machen endlich. Also ich kann auch vorher schon Dailies machen, aber ich meine jetzt wegen der Staatstaler. Wenn, du verstehst, was ich meine. Bist du gekommen, um der Gedenkfeier beizuwohnen? Dann beeile dich. Postangestellte kriegen ab einem gewissen Alter übrigens gratis einmal jährlich eine gratis Prostata-Untersuchung Eine vom mit den Betriebsarzt. Galeanen? Ja, da können Denkt wir ihr uns das mal? zusammenschließen, wie wir wollen. Die brechen uns das Kreuz. Einfach nein. Einfach nein. Danke. Danke, Masuna. Danke. Das ist gut. Ruhe! Wir verstehen Hört uns auch ohne her, Worte. stolzes Volk der Meere! Seht die mächtige Flagge des Mahlstroms und sagt mir, fühlt ihr keinen Stolz? Ach so. Jawoll! Jawoll, ja! Hier seid ihr. In Lim Salomensa, wo die legendäre Galadion einst strandete und das euch zum sicheren Hafen wurde. 700 ruhmreiche bewegte Jahre, Kinder der Meere, geleitet von Lymlaen, unserer göttlichen Lotsin, Nein. die Kann man unseren nicht. armen Fischern zu stolzen Herren der See erhob. Yay! Ruhm und Ehre, jawohl! Sieh dir die Drachenbootflagge von Lim Salominsa an. Dort hinter Admiral Melvib. Das Piratenschiff ist auf rotem Grund. Wegen all dem Blut, das in Limsas wilder Vergangenheit geflossen ist. Die Flotte des Mahlstroms weiß diese Stadt wohl zu schützen. Auch wenn uns immer neue Ausgeburten der Hölle bestürmen.
Sogar Hylfirs Piraten haben wir dafür die Hand gereicht, als wir den Galearen vor 5 Jahren gegenüberstanden auf der Ebene von Carteno. Seite an Seite kämpften wir, Kinder der Meere, wir alle zusammen. Wir haben diese Brut zwar nicht ausgelöscht, aber gezeigt, wie Helden ihrem Ende begegnen. Mit Stolz und Freiheit. Lamentiert nicht, dass ihr sie verloren habt, sondern feiert ihr selbstloses Opfer. Selbstlos. Und doch denkt dabei jeder nur an die Seinen. Auch die wilden Stämme und die Galear sind selbstlos. Für ihr eigenes Volk. 5 Jahre lang haben wir diese Stadt wieder aufgebaut. Die Katastrophe hat viel zerstört. Und noch immer sieht man Spuren davon. Also, ne? Aber wenn ich von hoch oben den Blick über Limsalominsa schweifen lasse, dann sehe ich, wir haben das Wrack wieder flott gekriegt. Wie damals die Galadion. Nein, besser noch. Oh nein! Oh nein! Ja, ich hab's vermisst. Tatsache. Ich hab's tatsächlich vermisst. Ich freue mich auch echt, dass du wieder reinschaust. Hat doch so ein bisschen gefehlt. Das darf doch nicht sein. Und damit nicht genug. Aus ihren Minen in Ogomoro spähen die Kobolde und glauben, dass ihr Titan immer gelöst die letzten Male. Diese erfreut mich. Sind eine Gefahr. Nicht im Chat aktiv. Alles gut, ich freue mich auch, wenn du lurkst. Aber das wisst ihr auch. Ich freue mich immer, wenn ihr auch im Blog da seid. Ganz zu schweigen von den hartnäckigen Galear. Manchmal sehe ich das auch. Ist zwar selten, dass ich in die Benutzerliste gucke, aber manchmal sehe ich das. Wenn ich so 52k Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Versuna. Sie wird ja. Feinden sind wir umgeben, Limsa. Und dazu noch ausgelaugt durch den Kampf gegen die Piraterie. Wir sind mitten im Sturm. Ist manchmal, weil ich bei Wundpott-Gerichten auch immer. Oh. Und nur ein Kurs führt uns in stillere Gewässer. Die Wilden vertreiben. Echt? Und die Galear in die sieben Höllen schicken. Das ist der einzige Weg. Doch wir können ihn nicht alleine gehen. Nicht in dieser Lage. Der Mahlstrom braucht Hilfe. Zu Land und zu Wasser. Ihr alle, Freibeuter, Räder oder Abenteurer, schließt euch uns an und wir werden diese Plage vernichten. Seht auf zu der scharlachroten Flagge, Kinder der See. Wir sind frei wie die Winde, die uns auf ihren Schwingen tragen. Und frei werden wir bleiben. Frei wie der Wind. Wir die Kräfte. Und niemand wird uns mehr einzuschränken wagen. Der Admiral lebe hoch! Melvin! Wo ist meine Mannschaft? Das ist ein Teufelsweib! Das ist ein Teufelsweib, genau. Wir zeigen's diesem Abschaum! Schon ich mal so. Bin Alfino. Das tut mir leid. Und das ist Alize, meine Schwester.
Wir sind unterwegs, um zu vergleichen, wie die Stadtstaaten das Andenken der Helden von Cartenau bewahren. Wir waren gespannt, wie die Anführer der drei staatlichen Gesellschaften die Ansprachen formulieren würden. Wie Merwip ganz richtig bemerkt hat, bedrohen zwei wilde Stämme und ihre Prima-E die Existenz Limsalominsas. Zum einen die Sargen mit ihrem Prima-E Leviathan. Bin mal duschen, gleich noch da. Alles klar, Masuna. Dann bis gleich. Zum anderen die Kobolde mit ihrem Prima-E Titan. Limsalominsa ist ein höchst instabiler Staat. Zusätzlich zu den wilden Stämmen gibt es in der Umgebung einige Stützpunkte des Galileischen Kaiserreichs. Außerdem sind sich die verschiedenen Piratengruppierungen alles andere als einig. Die Führung Limsas ist mit all den Problemen und Bedrohungen überfordert, kann nur notdürftig Gegenmaßnahmen ergreifen. An einen befreienden Rundumschlag ist kaum zu denken. Damit Limsalominsa gegen die Galear vorgehen kann, müssen erst die Piraten unter Kontrolle gebracht und die wilden Stämme befriedet werden. Der Maelstrom wird also verstärkt gegen die wilden Stämme vorgehen, was ein äußerst blutiges Unterfangen werden dürfte. Jemand mit deinen Fähigkeiten ist da natürlich hoch willkommen. Der Maelstrom wird froh sein, wenn du ihm beitrittst. Jo. Oh, Post ist angekommen. Post ist angekommen. Ja, Post ist angekommen. Warte mal. 9, 10, 11. Okay, eine Post brauche ich da noch. Eine Post brauche ich da noch. Ich liebe dieses Lied. Ah, Kitty. Dann siehst du gleich, was ich mir geholt habe. Ach, okay. War ja voll das. Einmal. Okay. Deswegen. Nee, das will ich noch nicht. Den Helm kann ich mir schon mal holen. Schokomuppe noch nicht. Ist auch noch nicht. Das ist Seven Sword Kram, das sowieso nicht. Da kommt das Wildrosen-Outfit, das holen wir uns schon mal.
Irgendwas, was ich mit raus haben will. Ja, das hier will ich mit raus haben. Okay, gut, das eine dauert noch. Einmal. Zweimal. Und einmal das fette Katze. So. Und jetzt. Einmal ganz wichtig. Das war übrigens der, den ich gesucht hatte. Der hier. Und? Achso, ich habe... Ach ja, meinen Tanz der Fruchtbarkeit habe ich auch immer noch. Ach ja, schön. Ja, ich glaube, bis der andere Brief ankommt, das dauert noch. Vermute ich. Im schlimmsten Fall muss ich ein- und ausloggen. Okay, dann geht's jetzt einmal nach Ulda. Achso, bis wann ging denn jetzt das? Nochmal. Also, ja, gut, das weiß ich. Da brauche ich mir nicht extra eine Nachricht schicken. Bis wann ging das Ganze nochmal? Aktion läuft bis zum 14.09. Das Schlimmste ist eigentlich, oh, wenn ich das muss ich eigentlich, ist das einfach nur meine eine ganz normale so Frage, also, ne? Ich mach das jetzt nicht, aber meine Frage. Wenn ich, oder wenn man mal angenommen, man kauft sich diesen ewigen Bund, also dieses Hochzeitspaket, muss ich dann auch direkt schon eintragen, wen ich heirate? Ich habe das noch nie gemacht, deswegen ist es einfach rein interessenshalber. Oder kauft man das einfach und du schickst dann einfach deinem Partner das irgendwann, wenn du irgendwann mal einen hast. Ich habe gedacht, wie gesagt, ich kann keinen Schimmer von. Weil unser Paket, also ich habe ja noch einen, also ganz privaten Main, der heiratet ja bald. Und da habe ich keine Ahnung, wie der jeweilige Partner das gemacht hat. Außer, dass er es im Shop gekauft hat. Im Shop vor allem. Du kaufst den Armreif und dein Partner kauft ihn. Dann geht ihr in eine Gruppe und startet die Quest an der Kirche. Okay, und quasi, also das, was man sich dann kauft, ist halt nur für einen. Und ich sag mal, wenn ich das jetzt kaufen würde, dann müsste mein Partner dann irgendwann sich das gleiche kaufen. Oder wie? Gold. Wenn du Gold und Platin hast, geht das nicht. Okay.
Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wobei dann Armor. Nee, ich habe jetzt nochmal überlegt. Ich weiß zwar nicht, ob das je passieren wird. Es hat kein Ablaufdatum, das Ganze, ne? Ich habe nur mal überlegt, dadurch, dass es ja gerade so günstig ist. Ja gut, wegwerfen wäre das Dümmste, was man tun kann. War nämlich am Überlegen, ob ich dann einfach für 2 Chars, ich weiß zwar nicht, ob ich jemals einen Partner auf meinen beiden Chars kriegen werde, aber es ist halt gerade verdammt günstig, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Alles. Du meinst hier? Auf Phantom? Aber sehe, dass sie etwas komisch aus Miko und Lala. Sehe, dass sie etwas seltsam aus. Ja, schon Röttger weiblich Lala gesehen. Also für meine Aldaria, also die andere, die auf Fieber, will ich auf jeden Fall einen männlichen Char haben. Also einen männlichen, großen Juran oder. Ich bin tatsächlich bei meinem einen, bin ich echt wählerisch. Wie gesagt, es war gerade nur so ein Gedankending. Ich weiß nicht, ein Lala? Die Sultana ist außerdem, da. Du bist ja rein theoretisch, bist du ja sowieso mit Luna. Ich glaube, das kommt ein bisschen seltsam. Söhne und Töchter von Ulda. Beim Fragen zum Bund der Ewigkeit einfach mich fragen. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt halt einfach nur Überlegung. Das zu machen, aber ich noch mache ich's nicht. Geht ja noch ein paar Tage. Seit uralten Zeiten sind wir weise geführt von der die Frage ist halt, unter ihrer Regentschaft ich brauche halt einen Partner. Zu glänzendem Gold. Und seit Anbeginn der Zeit stehen wir in ein bisschen problematisch. Göttlicher Gunst, der unser Land mit unermesslichen Reichtümern segnete. Sieh dir die Flagge hinter General Rauban an. Die goldene Waage Uldas, auf der sich das Juwel des Wohlstands und die Flamme der Stärke das Gleichgewicht halten. Ulda hat gewaltige Schätze hervorgebracht und Großes damit bewirkt. In der Schlacht von Carteno waren unsere Mittel und unser Wissen der entscheidende Beitrag zur Allianz. Wir haben die 7. Legion der Gallia aufgerieben und in den Boden gestampft. Ja! Yay! In den Boden gestampft? Er bringt da wohl ein paar Kleinigkeiten durcheinander. Viele unserer Kämpfer sind nicht aus der Schlacht zurückgekehrt. Naltal möge ihre Seelen im Jenseits empfangen und sie reich beschenken. Ich weiß, was ihr denkt. Jene Schlacht war ein Sieg, aber kein Triumph. Ein Tag bitterer Verlust. Aber besteht nicht die wahre Schmach darin, dass niemand mehr bereit ist, sich für andere einzusetzen? Seht, was aus Ulda geworden ist. Heimatlose suchen Zuflucht. Arme betteln um Almosen. Und
und die Reichen sehen weg. Die einst Mutigen treten nicht für die Gerechtigkeit ein. Können wir uns anmaßen, vor den Helden von Cartenon stolz auf uns zu sein? Können wir ihnen dieses Ulda zeigen und sagen, seht her, für das hier habt ihr euer Leben gegeben? Nicht in dieser unwürdigen Lage. Nicht solange die Amal-Jar unsere Handelsrouten abschnüren. Und nicht solange die Galear sich an den Erdseimquellen bedienen, um uns irgendwann zu unterwerfen. Unser Kampf ist nicht zu Ende. Ob Händler oder Krieger, ob Republikaner oder Royalist, wir müssen einsehen, dass Ulda verwundbar ist, solange es sich nicht eint. Auch ihr Abenteurer, ihr sucht doch in unserer goldenen Stadt euer Glück. Also, na. Nun, ihr habt es gefunden. Nein. Wer bräuchte euch mehr als ein Staat in Bedrängnis? Unternehmer und Helden brauchen wir. Einfach nein. Lest nicht einzelne Geldstücke aus dem Straßenstaub, sondern greift mit beiden Händen nach den Schätzen der Welt. Einfach nein. Vereint euch unter dem Wort eurer Sultana. Verleiht der Legion der Unsterblichen die nötige Kraft, eure Heimat und eure Habe zu schützen. Denn so wie die Wirtschaft der Welt blüht, so blüht die von Ulda. So wie Ulda. Helden geht's heute gut. Blüht auch sein Volk. Etwas K.O., der ist zurzeit ja viel auf Reisen. Ja. Aber ansonsten Ulda geht's ihm super. Hab ich was von Zinsen? Gerade liegt er im Bett und pennt. Er schläft gerade seelenruhig. General? Mein Volk. Den geht's auch super. Einer unserer Katzen hat ein bisschen Magen wieder. Der übergibt sich zurzeit wieder. Aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie früher einmal. Also das geht. Nicht Gold und Silber, nicht Diamant. Deswegen. Jo, aber ansonsten, Hund geht's gut. Ja, der, wir haben jetzt zwei, die einen empfindlichen Magen haben. Und der eine ist halt. Also meistens ist es halt Flüssigkeit. Also noch nicht mal Nahrung, sondern einfach nur Flüssigkeit. Aber ja. Wir beobachten es einfach. Zum Glück fahren wir auch erstmal nicht mehr in Urlaub. Aber. Viel kuscheln. Viel kuscheln, viel Wasser. Und dann wird das. Es ist halt immer so süß. Der kommt halt morgens immer. Zurzeit ist er ja eigentlich kein Mama-Kater. Aber zurzeit kommt er immer morgens an, gibt Köpfchen, schmeißt sich mit aufs Bett, liegt dann der erstmal gefühlt eine Ewigkeit. Man kann nicht aufstehen, weil es einfach so süß ist. Was für ein Redner. Worauf warten wir noch? Ja, Leute, für 30 Sekunden auch ein Haustier. Hat das so eine Spinne im Haus? Oder was hat das da? Eine circa 10 cm Libelle kam kurz reingeflogen. Voll erschrocken. Oh, Libellen sind süß. Aber ich glaub's gerne, dass du dich erschrocken hast. Sie können riesig sein, die Dinger. Die Erzfeinde Ulda sind die Amajar und ihr Prima Ifrit. Wie ich sehe, überrascht dich das nicht weiter. Du hattest wohl schon das Vergnügen mit diesem Wildstamm. Ulda war seit jeher ein wehrhafter Staat. Jedes Mal, wenn die Amajar ihren Flammengott beschworen haben, konnten die Legionäre Uldas ihn besiegen. Die äußere Bedrohung hatte sogar einen positiven Nebeneffekt. Sie festigte den inneren Zusammenhalt, weil dadurch die internen Streitigkeiten zwischen den Royalisten und den Republikanern übertüncht wurden. Doch mit der 7. Katastrophe hat sich die Situation drastisch verschlimmert. Besonders die Bedrohung durch das Galeische Kaiserreich und das ungelöste Flüchtlingsproblem bereiten Ulda Kopfschmerzen. Der Stadtstaat ist zu schwach, um einen offenen Krieg zu riskieren, verhält sich deshalb passiv. Kaiser Kürzmann Snack suchen, mach das! Sie sah direkt wieder raus, aber sie sah schön aus. Oh, wir im Urlaub haben wir richtig schöne blaue, also wirklich so richtig blau schillernde Libellen gesehen.
Wunderschön, die Dinger. Auch der Bedrohung durch die Prima-Ehe steht Ulda geschwächt gegenüber. Dabei ist zu befürchten, dass die Amajar Ifrit immer häufiger beschwören, was durchaus zum Untergang Uldas führen könnte. Es ist überlebenswichtig, dass die Legion der Unsterblichen möglichst rasch gestärkt wird. Dafür braucht sie fähige Leute wie dich. Solltest du dich zum Beitritt entschließen, wirst du mit offenen Armen empfangen werden. Die war grün schillernd. Grün ist auch schön. Die siebte Katastrophe, so nennt man seine Kinder aber nicht. Nur erste, zweite, dritte Katastrophe. So, und einmal Porten. Porti.